Hallo, liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und wie ihr seht, ich habe heute ein etwas anderes Setup. Das ist das erste Video, das ich hier in diesem Setup drehe. Ich habe ein bisschen den Tisch umgedreht. Ich habe jetzt hier hinten ein anderes Regal, beziehungsweise der Tisch stand vorher hier und ihr habt in die Richtung geguckt. Da war es immer sehr, sehr unaufgeräumt, sehr krustig. Und da hinten war es auch unaufgeräumt, aber das habt ihr ja nicht so sehr gesehen. Ich habe gedacht, hier habe ich ein bisschen eine weitere Entfernung zur Kamera. Da kann ich das vielleicht hier ein bisschen besser aufnehmen. Da könnt ihr den Tisch sehen und während ich hier die Sachen mache und mich gleichzeitig. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das erinnert jetzt natürlich ein bisschen an die anderen Lego-YouTuber, die es so gibt. Ich muss auch noch ein bisschen feintunen hier, wie das Ganze läuft, aber das ist das erste Video. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Als erstes Video hier habe ich mir was Kleineres, was Simples rausgesucht, und zwar ein Haul-Video. Nur ein paar wenige Sets. Im letzten Video haben wir ja die große 22 Kilo Zugsendung ausgepackt. Das war natürlich sehr viel. Es kann natürlich nicht immer so viel sein. So viel schaffe ich auch gar nicht weg auf einmal. Das füllt nur meinen Baustau. Jetzt habe ich ein paar kleinere Sachen und hier zwei Pakete liegen. Die würde ich sagen, machen wir dann gleich mal auf. Das beides sind AliExpress-Sendungen. Das waren vier Bestellungen bei vier verschiedenen Händlern. Die sind irgendwie von AliExpress oder wem auch immer vom Versandunternehmen teilweise zusammengepackt worden. Also hier habe ich drei Bestellungen drin, hier habe ich eine Bestellung drin. Das sind alles Mini-Streets verschiedener Art. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken, was drin ist. Also das war hier jetzt doppelt verpackt. Wir haben hier neben dieser grau-weißen Versandtüte, die so typisch ist für ganz viele Kindersendungen, haben wir jetzt hier noch einen Luftpolsterbeutel. Auch rauf. Und dann haben wir eine weitere Verpackung. Einen schönen Druckverschlussbeutel, immerhin, das gefällt mir gut. Und dann haben wir insgesamt vier Anleitungen. Wie gesagt, es handelt sich um eine Mini-Street. Und zwar haben wir hier so Gebäude aus Die Eiskönigin, Frozen. Hier haben wir Sven, den Elch, als Gebäude. Hier haben wir Olaf als Gebäude. Hier haben wir den Eispalast. Und hier haben wir noch einen anderen Palast. Vielleicht, also ich weiß gar nicht, was das ist. Irgend sowas. Ledern ist noch. Und das sind die vier Gebäude. Ich weiß nicht, was der Hersteller ist. Dingsnummer haben wir 1526 A bis D. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was da der Hersteller ist. Steht jetzt auch nichts drauf. Ich weiß auch nicht, wie viele Teile das so ungefähr sind. Auf jeden Fall haben wir hier einen Sack mit dieser Frozen Mini Street. Mit der Set Nummer 1526. Aber das tun wir jetzt mal zur Seite. So, das ist die erste Mini-Suite und jetzt habe ich nochmal hier ein Päckchen. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich ziemlich überrascht, als ich
da die Versandbestätigung bekommen habe. Da habe ich erst drei verschiedene Versandbestätigungen bekommen bei AliExpress. Und dann waren die bei AliExpress plötzlich durchgestrichen bei zwei von diesen Bestellungen und durch die vom dritten Paket ersetzt. Und die sind dann auch so zusammen geliefert worden. Ich weiß nicht, ob AliExpress die irgendwie selber in irgendeinem Lager hat und die dann halt eben zusammen verpackt wurden, weil es waren insgesamt vier verschiedene Shops. Ich habe keine Ahnung. Die haben auch alle ihren eigenen Adresskleber hier drauf. Also es ist durchaus so, dass die ursprünglich mal einzeln adressiert worden sind. Interessant ist auch, ich habe das kurz vorm Juli bestellt, so 26. Juni oder so. Und da hatte ich ja schon ein bisschen befürchtet, dass mit der neuen Zollregelung der EU, dass ich da noch Zollgebühren nachzahlen muss und dann auch die Bearbeitungsgebühr oder so. Aber tatsächlich sind die alles so durchgegangen. Also entweder haben die trotzdem schon dieses IOSS Anmeldeverfahren gemacht, obwohl ich da nicht extra bezahlt habe, und dann ist es halt auf die Kappe der Verkäufe gegangen, oder ich weiß nicht, warum das einfach so durch den Zoll gekommen ist. Also normalerweise ist das jetzt nicht zu erwarten, keine Ahnung. Ich weiß auch natürlich nicht, was die für Preise da drauf geschrieben haben. Da steht ein Gewicht drauf, aber jetzt kein Wert, so wie ich das hier sehe. Ja, keine Ahnung. Mir soll es recht sein, dass ich jetzt nicht an der Haustür noch einen größeren Betrag hab abdrücken müssen, beziehungsweise so groß wäre der nicht gewesen. Jedes von diesen Paketen selbst ist um die 15 Euro, und da dann 20% plus die 6 Euro Verarbeitungsgebühr, Bearbeitungsgebühr, wäre jetzt auch nicht die Welt gewesen. Aber so ist es mir natürlich trotzdem lieber. Kann sein, dass die Kamera ein bisschen arg weit weg ist. Bin oben so abgeschnitten. Naja. Muss ich noch vielleicht noch ein bisschen justieren, würde ich sagen. So, jetzt bin ich gespannt, was hier rauskommt. Ich habe ja schon euch die verschiedenen Ministreets von Levanblock gezeigt. Und eins davon müsste auch wieder ein Levanblock Mini Street sein. Und das, als ob ich es geahnt hätte, hier ist ein Levanblock Mini Street Set dabei. So, aber das ist leider jetzt nicht so schön verpackt einzeln wie jetzt bei den anderen. Die sind jetzt hier zusammengeworfen und wir haben leider Sticker, die auch ein bisschen beschädigt aussehen. Jetzt muss ich mal gucken, wo da die Anleitungen sind. Also ich habe viermal Sticker für vier verschiedene Ministry-Sets. Und zwar ist das die Levan-Block Nummer 750. Ich habe ja euch die 703 und die 706, 707, 708 und 709, glaube ich, vorgestellt. 704 ist das jetzt. 705 gibt es meines Wissens nicht. Ich wüsste nicht, was es ist. Und dann gibt es auch noch 710, gibt es aber inzwischen auch schon. Ich weiß gar nicht, was da alles dabei ist. Und was 701 und 2 ist, weiß ich auch nicht. Also das ist immer ein bisschen unklar. Der Hersteller ist jetzt nicht so bekannt und nicht so verbreitet. Aber ich fand die Sachen eigentlich schön. Die stehen da oben im Regal, die seht ihr nicht. Aber die Mario Mini Street, also die Nintendo und die Disney Mini Street war dabei, und
Plants vs. Zombies hatten wir und oh, was denn noch? Die Minions und SpongeBob. Und jetzt haben wir eher was, was das japanische Publikum begeistert. Das ist Doraemon, diese komische Katze. Das sind vier verschiedene Sets. Eben diese Doraemon-Figuren. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Aber ich fand die Sets immer ganz cool und deswegen habe ich die jetzt auch noch bestellt. Die haben mir noch gefehlt aus der Reihe und die baue ich dann auch auf. Bei diesen Sets werde ich dann nicht so machen, wie ich das letzte Mal gemacht habe, dass ich jedes einzelne Gebäude für euch ein eigenes Video mache, sondern mache ich halt ein Video für die ganzen Steine. Das sind 800 Steine oder so. Da braucht man nicht, braucht man keine vier Videos dafür machen, oder? Also, gut, das tue ich nachher verpacken. Tun wir das mal zur Seite. Da waren die anderen Verpackungen praktischer, wo jedes Häuschen einzeln verpackt war. Aber so ist es weniger Müll. Das ist mir natürlich auch recht. So, nächstes Paket. So, auch wieder hier Plastiktüte, dann hier in so einem Luftpolsterfolie eingewickelt, so wie beim letzten. So, was haben wir jetzt? Bin ich selber gespannt, jetzt weiß ich gerade nicht, was mich erwartet. So, da hat auch wieder ein paar Sticker dabei. Weiß nicht, kann man das erkennen? Hier sieht man eine Fledermaus, das ist ein Batman. Und hier, das hat ein Spinnenmuster. Und wir haben hier die Mini Street. Boah, ist das klein gedruckt. Heimablock? Also von Heimablock wohl. Eine Mini Street, die 53008. Und da haben wir hier den Iron Man und den Spider-Man und den Captain America und den Batman. Das wurde bei AliExpress als Hero Mini Street, also oder Hero Street verkauft. Und das hat mich halt sehr an die Levan Block Mini Streets erinnert. Aber sie sind halt auch wieder ein bisschen anders. Andere Hersteller, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ist, ob das sich von der Qualität ungefähr dem anpasst oder ob das besser oder schlechter ist. Auf jeden Fall sind das die vier Superhelden, ebenfalls als Mini Street, die man dann vielleicht zusammenstecken kann. Der Batman hat so, die sind teilweise so ein bisschen ausladend hinten. Ich weiß gar nicht, ob die so toll zusammenpassen. Also ich bin echt so arg abgeschnitten da oben. Das ist noch nicht ideal. Also, Mini Street Nummer 3 und jetzt kommt die letzte. Da steht ja immer kein Hersteller dabei bei diesen Dingern und ich hatte eigentlich so
die leichte Hoffnung, dass das vielleicht auch eins dieser Levan-Block-Sets sein könnte, diese Hero Ministry, aber ist es wohl nicht gewesen. Aber das macht auch nichts. Ich nehme es auch von anderen Herstellern. Aber ich hätte es halt cool gefunden, wenn ich die Levan-Block-Serie vielleicht dann doch noch komplettiert gekriegt hätte. Aber ich glaube, da gibt es noch mal ein Set. Ich glaube, da gibt es noch mal ein Set. Ich glaube, die 702 oder irgendeins fehlt mir noch. Dieses ist es nicht. Das habe ich nämlich jetzt auch. Das ist die Nummer 710. Das ist ebenfalls Levan-Block. Und zwar, wo geht's auf? Eine Ministreet basierend auf den Cars-Filmen. Hier haben wir Lightning McQueen. Hier haben wir, oh, wie heißt er? Der Abschleppwagen fällt mir gerade nicht ein. Hier haben wir diesen kleinen italienischen Werkstatt-Fuzzi. Und hier haben wir das Polizeiauto aus den Cars-Filmen. Und wo ich auch nicht weiß, wie sie heißen. Aber Lightning McQueen, den kenne ich noch. Und wie heißt der Abschleckwagen? Oh, ist auch egal. Auf jeden Fall nochmal ein Levan-Block-Set, damit habe ich insgesamt sieben. Ich meine, es gibt noch ein achtes, das mir eben noch fehlt. Aber da habe ich keine Bezugsquelle mehr gefunden. Deswegen habe ich jetzt auch hier die schon zu einem höheren Preis gekauft, als ich eigentlich bereit war, das zu bezahlen. Aber es wird ja nicht einfacher, je älter die Sets werden. Von daher habe ich ja jetzt zugeschlagen. So, das war es jetzt hier von diesem Haul-Video auch schon. Es war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es waren nur vier kleinere Sets mit so jeweils 800 Steinen. Also vielleicht ein Zehntel von unserem letzten Riesenpaket. Und aber das muss ja auch nicht jedes Mal sein. Das geht ja auch gar nicht zum Verschaffen. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare unten rein, was ihr jetzt hier von diesen Sets haltet und was ihr hier von meinem neuen Studio? Nee, Studio ist es nicht. Das ist einfach hier mein Arbeits-Hobby-Zimmer. Was ihr davon haltet, ob es jetzt gut ist oder schlecht oder ob es euch vorher besser gefallen hat oder ob das jetzt so viel besser ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall hier mal einen ganzen Tag reingesteckt, das Ganze umgestaltet und ich hoffe, euch gefällt's. Ich finde es jetzt hier noch gewöhnungsbedürftig, ehrlich gesagt, aber ich finde es eigentlich auch ganz cool. Ich habe auf jeden Fall hier mehr Gestaltungsmöglichkeiten und das kann eigentlich nur sich positiv auf den Kanal auswirken. Ich wünsche euch da draußen weiterhin viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten und ich hoffe, dass ihr nicht betroffen seid von den schrecklichen Katastrophen, Unwettern, die jetzt die letzte Woche über Deutschland gefegt sind. Da fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, wenn ich hier Steine, Plastikmüll aus China praktisch mir bestelle und den anderen schwimmen die Existenzen weg. Aber es bringt da ja jetzt auch nichts, wenn ich jetzt hier einfach sage, gut, ich schmeiß den ganzen Battle hin und mach das nicht mehr. Ich meine, das ist ja auch Entertainment und Entertainment hilft ja auch den Leuten. Ich hoffe, euch
Da draußen geht es gut, bleibt gesund, bleibt sicher, und helft den Leuten, die ihr Hab und Gut verloren haben. Ich habe eine Kleinigkeit gespendet, das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn ihr auch dabei sein wollt, ich werde unten in die Kommentare einen Link zu einem Spendenkonto posten, wo ihr dann auch vielleicht eine Kleinigkeit beitragen könnt. Ich hoffe einfach, dass es mir nächstes Mal, wenn wir uns hier wiedersehen, dass es fröhlichere Nachrichten gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Die Zahlen gehen wieder hoch bei Corona. Wir haben Fluten. Es ist die Realität da draußen ist gerade nicht so wahnsinnig erbauend. Aber dafür haben wir unsere Klemmbausteine, die können uns ein bisschen ablenken von all den tristen Alltagsthemen und wir können uns da erfreuen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Axel von Steinreich TV.